Goosebumps, beziehungsweise zu der Folge Goosebumps oder auch Gänsehaut. Gänsehaut. So. Ja, fangen wir einfach mal direkt an. Nehmt euch in Acht, werte Spieler. Macht euch bereit für ein bisschen Gänsehaut, falls ihr es wagt, fortzufahren. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich heiße Curly und ich bin zufällig ein Skelett. Sehr willkommen in Horror Town. Ich werde dich an die Hand nehmen und dich durch diese Erzählung führen. Niemand kennt die Geheimnisse dieses Ortes besser als ich. Folge meinen Ratschlägen. Und schon bald verwandelst du dieses idyllischen Vorort das Epizentrum des Schreckens. Eine langweilige Vorstadt in einen Dunstkreis voll von Vampiren und Werwölfen verwandeln? Mit Rieseninsekten und Außerirdischen? Gute Idee. Langsam, Slippy. Zuerst müssen wir unser erstes Opfer, ich meine Nachbarn, begrüßen. Ich baue Lucy's Haus. Piu. Also heute ist echt so. So, Slappy hat unser Spiel ruiniert, wie wir gerade sehen. Also es ist wirklich alles weg. Verdammte Kacke. Slappy ist doch kein Freund. Speicher heißt, wir können das Spiel jederzeit speichern, oder? Naja, ich habe mich jetzt mal kurz mit dem Menü vertraut. Und wenn da jetzt schon die ganze Zeit alles schief geht, lesen wir einen klassischen Gruselroman. Heute lesen wir Bram Stoker's Dracula. Ja, wir lesen Dracula, komm. So. Ist ein Klassiker. Also ganz ehrlich, wer bewegt denn beim Lesen so seinen Kopf? Na, 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 ich lese einen Gruselroman hin und her und la. So, wisst ihr? So, und wir kriegen zur Belohnung sogar einen Roman. Mary Shelleys Frankenstein. Nicht Dracula, Frankenstein. Liest sich so spannend, vielleicht werde ich irgendwann mal... Oh, nee, warte. Mary Shelleys Frankenstein. Nein. Aber wie vertonen wir ein kleines Mädchen? Mary. Mary Shelleys Frankenstein. Nein. Okay, pass auf, ich vertone nur die Monster, die NPCs können gestohlen bleiben. So, also ein kleines Mädchen zu vertonen wird ohne. Okay. Mary Shelleys Frankenstein. Liest sich so spannend. So spannend. So unheimlich spannend. Vielleicht werde ich irgendwann mal auch so eine tolle Schriftstellerin wie sie. Glaub ich kaum. Natürlich ist das glanzvolle Europa in ihren Büchern das komplette Gegenteil von der langweiligen Stadt hier, in der ich festsitze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier jemals irgendwas Interessantes passieren wird. Kein Vergleich zu der spannenden Welt meiner Bücher. Oh Lucy, du wirst dich wundern. Warte nur, kleine Lucy. Die Geheimnisse, welche sich hinter der langweiligen Fassade dieser Stadt verbergen, könnten ein paar Überraschungen für dich bereithalten. Geile Stimme hatte Dude. Während die kleine Lucy davon träumt, dass irgendetwas Interessantes passiert, sorgen andere lieber selbst für Aufregung, wenn du verstehst, was ich meine. Dustin, der amerikanische Kevin, ist die Art von Kind, die gerne in Schwierigkeiten gerät. Ein regelrechter Dämon. Hast du gerade Dämon gesagt? Nein, scheint so, als könnte es hier gleich interessant werden. Baue Dustins Haus. Aber mit Vergnügen. Dustin ist übrigens der Nachbar von Lucy, die kennen sich schon seit Jahren. So, also nein, ich habe keine Ahnung, ob die sich schon so lange kennen, aber bestimmt.
So. Du hast Dustin. Kleiner frecher Rotzlümmel. Und Kevin. Werde zum Skateboardmeister. Werden wir zum Skateboardmeister. Das gibt vier Dech gibt eine Blechdose. Juhu. Yeah. Oh, krasse Moves. Boah, dieser Meister. Oh, mein Gott. Oh, diese Tricks, diese Jumps, diese. Oh. Ja, dann kein Wunder. So, okay, weiter geht's. Hey! Pass doch auf. Du hast mich fast erwischt. Warum bist du immer so rücksichtslos? Und warum bist du immer im Weg, Fräulein Oberschlau? Hä? Mach Platz! Dustin, du bist ein furchtbarer Mensch. Mit deiner Einstellung wirst du niemals etwas Gutes im Leben erreichen. Denn ich bin eine arrogante Ziege, die Autorin werden will. Hey, du Opfer! Eine Kakerlake krabbelt dir am Bein hoch. Dustin, kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Du solltest mir. Denn wie er so mit dem Daumen auf sich zeigt, lieber dankbar sein, dass ich versuche, dein langweiliges Leben etwas interessanter zu gestalten. Woher weiß er das, wenn er jetzt gerade erst seit 2 Minuten in der Stadt ist, also im Spiel? Aber gut, ich kenne sie ja schon seit Jahren, also habe ich ja gesagt. Platziere einen Zeitungsstand. Kostet 200 Augen. Schieße mit einer Steinschleuder auf eine Dose. Piu, Cola-Dose um. Dose und Stein hebt aber schön worauf auf. Komm, den Schuss können wir eben noch. Auch getroffen. Hey, Dustin! Hör auf, dann mit solchen Krachen mit den Dosen zu machen und lies lieber hier die Schlagzeilen der Zeitung. Lesen? Ich bitte dich. Wir sind ja nicht in der Schule. Du klingst wie unsere Lehrerin Frau Mark. Wer heißt denn Mark? Ich denke mal, die Lehrerin ist ja kein Mensch, weil wenn die Mark heißt, also ich bitte dich. Beruhig dich und pass lieber auf. Hier steht, dass ein Militärlaster beladen mit geheimer Fracht vor vielen Jahren, na, was auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Mysteriöse Art und Weise. Pass auf, ich zeige euch, wo der. Komm, das denn. Wir müssen den Lastwagen finden und herausfinden, was sie transportiert haben. Möglicherweise finden wir alte Reliquien von unschätzbarem historischen und wissenschaftlichem Wert. Oder vielleicht finden wir was wirklich Interessantes. Wie Sprengstoff! Wir werden es nie erfahren, wenn wir nicht selber nachschauen. Komm mit! Weil du zu feige bist, alleine zu gehen. So, der Laster, der auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist, steht hier direkt um die Ecke. So, nämlich genau da. Der ist, warum auch immer, voll vor die Felswand gebrettert. Aber naja. Hey, nicht Lucy! Geh da nicht alleine! Hey! Warte mal! Schau da! Ich glaube, da ist etwas hinter den Bäumen dort. Es ist voll dumm, dass wenn man die Hand noch im Display hat und man deaktiviert dieses Tab, dann schaltet man weiter. Lass uns näher rangehen und das Geheimnis lüften. Ist das nicht toll? Nein. Wir haben den Lastwagen und die geheime Ladung gefunden. Komm her, Dustin, hilf mir, die Kiste aufzumachen. Wenn ich dir helfe, wirst du dann endlich mal die Klappe halten. Hey! Sie klemmt! Warte. Sie beginnt sich zu öffnen. Was war das? Eine Hand ist gerade aus dem Inneren herausgefahren. Und sie ist mit Bandagen eingewickelt. Ja, vielleicht ist der Typ verletzt. Ark, Nila, Nila, Ark. Setze die Mumie der Top-Secret-Ladung frei. Teile die benötigten Monster zu.
in der Tabelle hier hinten wahrscheinlich. Tippe auf so viele erschreckte Menschen wie möglich. Fordere deine Belohnung, wenn die Panikzeit vorbei ist. Zeitung. Es ist halt so, als würden die Fang spielen. Nila, Nefer, Nila, Minin, Kornu, Nila. Das ist eine Mumie. Sei vorsichtig, lass dich nicht von ihr berühren. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Bleib hier, wenn du willst, ich laufe davon. Arg, Nila, Arg. Und so haben die beiden wichtigtorischen Kinder den Prinzen Kohu aus seinen ewigen Ruhestätten aufgeweckt. Aufgestanden, mein Prinz. Und das ist erst der Anfang. Ich kann es kaum erwarten, eine randalierende Horde von Monstern durch diese Stadt rasen zu sehen. Prima! You completed der Fluch des Mumiengrabs. Dieses Denglisch ist der absolute Hammer. Zeitung! Hey, Kinder! Komm mal her, lass mich das mal sehen. Das ist ein ägyptischer Käfer. Wo habt ihr denn so etwas Wertvolles? Ich meine, sowas Halbinteressantes her. Naja, das war so. Eine antike Mumie hat das fallen gelassen, als sie uns durch den Wald gejagt hat. Weil ich bin vorne weggelaufen und sie hat es dann im Wald fallen lassen, wo sie hinter mir war, bin ich irgendwie umgedreht. Möchtet ihr mit Onkel Zelda nicht mal ein Geschäft machen? Ich kann euch auch ein paar Münzen dafür geben. Vielleicht Onkel Zelda. Warum nennen sie ihn Onkel? Klingt wie so Pedo, ey. Stell dir mal vor, so, möchtest du nicht mit dem Onkel ein Geschäft machen? So, ja, und sie so, ja, vielleicht, warum nicht? Aber versuch nicht, uns übers Ohr zu hauen. Ich weiß, dass es ein wertvolles Stück ist. Sehe ich etwa wie jemand aus, dem man nicht trauen kann? Geh wir meine Pfandleihe. Ist gar nicht weit von hier, ne? Wie wär's? Boom, Pfandleihe. Verkaufe ein KB. Was ist, wenn ich den nicht verkaufen will? Ja? Wenn ich den einfach sammeln will, weil ich den schick finde. Auswählen, was ich verkaufen möchte. Perfekt, Kinder. Ihr habt ein prächtiges Geschäft mit Onkel Zelda gemacht. Der Deal war... Okay, Zelda. Ah. Wir haben nicht immer diese alten Stücke zu verkaufen. Wie wäre es mit anderen Sachen, hä? Ich finde immer einen Käufer. Wenn ihr etwas zu verkaufen habt, kommt einfach vorbei. Onkel Zelda hat das Richtige für euch. Die Pfandleihe hat nämlich rund um die Uhr geöffnet. Schließe jedes Kapitel der Geschichte ab und schalte so mehr Inhalte frei. Gestalte eine Stadt größer, geschäftiger und geheimnisvoller. Schaffe oder verkaufe Artikel, um Münzen dazu zu verdienen. Okay. Nachdem Prinz Krochu versehentlich von den Toten erweckt hatte, kehrte Lucy zu ihren harmlosen klassischen Horrorgeschichten zurück. Aber ihr Verlangen nach Sicherheit feucht einen innerlichen Kampf mit dem unnachgiebigen Interesse daran, an mehr herauszufinden. Schon seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich damit gerechnet, dass sich Onkel Aniqui irgendwie in Herr Hyde verwandeln würde. Passierte das aber nie. Aber echte Monster, die gibt es wirklich. Es gibt sie wirklich und ich habe eines gesehen. Ich kann mich nicht weiter hinter meinen Büchern verstecken. Ich muss herausfinden, welche Geheimnisse sich noch in dieser Stadt verbergen. Also, wenn so eine Mumie, die irgendwie gleichzeitig auch eine Art Zombie sein kann, so hinter dir herrennt, ja? So könnte es dann theoretisch sein. Ja, also... Nur so ganz theoretisch, dass die Mumie dir vielleicht nicht unbedingt immer Gutes will oder generell das
nicht alles so koscher ist, wie es scheint. Und verdammte Kacke, es ist hier. Ey, ja, komm. Mr. Mordman. Du hast Mr. Mordman. Sammel sie alle und schalte sie frei. Herr Mordman ist ein bescheidener Bibliothekar, der sein Leben einfach völlig normal leben möchte. Was aber für die einen normal ist, könnten andere total schräg finden, oder nicht? Ich darf daran erinnern, das ist strengstens verboten. Ich darf daran erinnern, es. Kein, hier, wie heißt. Das strengste verboten ist, Essen und Getränke mit in die Bibliothek mitzubringen. Und ich muss wohl kaum hinzufügen, wer darauf Wert legt, hier dauerhaft willkommen zu sein, möge bitte absolut ruhig sein. Ach, ich muss sogar eine Buchrückgabe positionieren. So. Morty. Weißt du, was ich mache? Ich werde jetzt als erstes hier mal ein paar Grundstücke merchen. Hier schon mal ein bisschen größerer Häuserblock, ne? Ist ja legit. Nee, ich behalte die Dinger nochmal. Ich habe so das Gefühl, ich kann damit craften. Kaum zu fassen. Brooke Buchenberg. Ne, Brooke. Brooke. Brooke, Brooke, ja, Brooke Buchenberg, dieses dämliche Mädchen, hat die Enzyklopädie der Vögel noch immer nicht zurückgebracht. Wenn die Rückgabe nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden erfolgt, werde ich gezwungen sein, ihre Leihkarte zu sperren. Ja, das ist noch so ein ganz klassischer alter grummeliger Bibliothekar, ne? Also, ich weiß aus den Büchern, ich habe ein paar davon gelesen. Und um mich zu erinnern, dass der Bibliothekar nicht völlig normal ist. Also, der Bibliothekar ist, glaube ich, kein richtiger Mensch. Was er jetzt war, weiß ich nicht. Achtung, Spoiler. So, puh, endlich sind sie alle weg. Ich schließe lieber die Tür ab, bevor sich noch eines dieser nervigen Kinder hereinschleicht. Diese Faulenzer glauben tatsächlich, sie kommen damit davon, wenn sie am letzten Tag vor einem Test zu lernen beginnen. Ich bin recht hungrig und habe nichts Essbares mehr hier. Ich muss etwas zu essen suchen. Deswegen wühle ich im Müll. Nun, ich sage dazu einfach mal, ja, ich stelle den Müllcontainer da hinten irgendwo auf der gegenüberliegenden Straße, das ist so ein öffentlicher. Ich sag mal dazu, dieses. Ja, so, dann lassen wir mal gucken. Also das Gehalt als Bibliothekar ist nicht so wahnsinnig gut, da muss man sich alles im Müll zusammenwühlen. Was kann Lucy machen? Lies die Stadtgeschichte nach. Ja, mach mal was Nützliches. Die Bibliothek hat zu. So, wie hat sie es jetzt geschafft, die Stadtgeschichte nachzulesen? Außerdem möchte ich anmerken, es ist die ganze Nacht hier. Jetzt geht es mir schon viel besser. So ein Snack mit viel Eiweiß war genau das Richtige. Er hat im Müll gewühlt und ein Snack mit viel Eiweiß. Also, ich sag mal, der Typ futtert Kakerlaken. Oder Insekten. Herr Mordman scheint vielleicht ein wenig exzentrisch. Bei der Auswahl seiner Speisen. Aber ab und zu spricht nichts dagegen, ein paar knusprige, köstliche Insekten zu genießen.
Vor lauter Arbeit bin ich nicht zum Einkaufen gekommen. Ich gehe lieber gleich los. Diesmal vergesse ich aber nicht, mit diese leckeren Konserven. Mich mit leckeren Konserven hat sie. Also Konserven, lecker. Also ich meine, es gibt Konserven, die sind durchaus gut, ja. Aber es gibt auch Konserven, so zum Beispiel so Ravioli oder so, die schmecken gar nicht. So, wenn einer sagt, diese leckeren Konserven. Und er füttert Kakerlaken. Und bin ich gespannt. Besorge eine Dose Kakerlaken. In was für einer Stadt leben wir, dass man einfach so Kakerlaken in Dosen kaufen kann? Kind! Dies ist eine Bibliothek, kein Vergnügungspark. Verhalte dich ruhig oder geh wieder. So, also ich werde die Kinder jetzt gar nicht mehr sprechen. Habe ich gerade beschlossen. Das heißt, wenn die Kinder was sagen, müsst ihr leider lesen. Weil ich habe das Gefühl, das werden sehr, sehr viele Stimmen zu imitieren sein. Ansonsten werde ich vielleicht nur noch grob vorlesen. Also nichts mehr so.